Gold, wenn er hier unten bleibt. Nein, bleibt er nicht. Okay. Ach nee, jetzt doch. Das ist der Donut. Du sollst der Saufi, Saufi. Jetzt, hallo. Grüß Gott. Du kleiner Fliedelwutzel, du. Es wird ein Duell. Superlative. Oh, das ist das, was er jetzt hier macht gerade. Das ist das, was er macht da immer. Mit seiner schwulen Magie. Irgendwie spinnt der. Der spinnt. Aber ich weiß, woher der kommt jetzt gerade. Okay, jetzt hat. Oh, oh, ja, stimmt, ja. Das sollte nicht bei ihm stehen bleiben und kuscheln. Au. Das hat jetzt natürlich gehört. Ich will. Blitzwiderstand, ja, hervorragend. Und da oben ist auch noch was. Ja. Jetzt sind wir von hier. Gut, dann, was haben wir denn hier? Okay, das können wir aufmachen. Aha, dann kommen wir endlich zu diesem großen, großen Mongo. Alles Klärchen. War doch alles doch nicht so schwer. Na ja. So. Jetzt kommen wir. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir da hier rüber hüpfen können. Das kann jetzt nicht zu schön werden, ne? Aber ich glaube, da kann ich nicht so in den Tod fallen, oder nicht? Ne, kann ich nicht. Aber trotzdem, ich will mal dahin. Gibt's bestimmt irgendwas Interessantes, ne? Okay, meine Stimmung gehört wieder. Oh. Entschuldigung für den Klatscher, aber... Na? Das ist dieser kleine... Vor dem kann man durchaus Angst haben. Au. Das ist der gemeinste Speicherpoint ever. Und. Hau ihn einfach weg. Hau. Nein. Hau ihn weg. Was meinst du, warum, dass ich den immer in sicheren Abstand abfertige? Na toll, ne? Und jetzt sind die Zauber-Arschwechsel wieder da, oder? Oder? Ja, sind sie. Aber ich kann die vielleicht auch entkommen, indem ich da reingehe. Das ist gemein. Jetzt so kommt's, Leute. Süß. Komm. Jetzt kommen die großen Mütter dran. Aber das Schwert gefällt mir jetzt eigentlich, ehrlich gesagt. Wo sind da die große Deise? Komm jetzt, halt. Die große wird jetzt genüdelt. Halten wir uns doch nicht mit diesen kleinen Sachen auf hier. Seid ihr alle tot? Wäre schön. Oh, das ist so gemein. Ich fall da runter. Mit dort. Ne? Es ist einfach. Es gibt nichts Besseres. Ja. Der halt wieder. Der legt sich hin.
leg dich nochmal hin. Das ist gut. Leg dich hin. Dann kann ich dich ganz schnell abfertigen. Ja, perfekt. Jedes Mal vergesse ich das, dieser. Aber das Schwert ist endlich mal etwas, was man auch brauchen kann. Da oben ist auch eine Spinne. Ich will dich doch nüdeln. Mano, lasst mich doch endlich spielen mit... Jetzt. Komm! Verrücke doch! Weißt du, sie machen mich langsam aggro. Soll er doch ihn einfach fertig machen. So. Und hier auch. Komm. Das Feuer macht dir doch nichts aus, oder? Pardon, Madame. Jetzt geh halt auch hin zu ihm. Ja, okay. Der hält was aus. Schlüssel zum rechten Flügel. Okay. Aber da lag doch auch noch mal was. Schlüssel zum rechten Flügel. Alter. Okay. Dann können wir hier nichts machen. Nope. Wo ist denn diese Spinne da? Eigentlich. Aha, wir können da. Ei! Schlägt einfach durch, ne? Na? Kommst du? Ja, irgendwie, ne? Nee, ne? Eiligs Blechle, ne? Der steht ja ordinär hier. Mann, mir hat's jetzt fast selber weg. Komm. Au. Wo? Ja, ich kann da gar nicht jetzt erstmal gar nichts machen, denke ich mal, weil wenn der jetzt da nicht herkommt, dann ist er mir jetzt auch scheiße. Egal. Gut. Dann. Wo muss ich denn jetzt hin? Den Geist hier wegmachen. Die Plattform ist ja rausgefahren. Okay. Ich war ja schon so richtig wie noch einmal was. Hess, was machst du hier oben? Ah ja, stimmt. Jetzt weiß ich wieder, wo ich hin muss. Und da ist meine Seele. Da ist sie. Ganz frisch und putzig. Ungewaschen. Ja, hätte mich jetzt wieder... Hätte mich jetzt wieder angelangt. Jetzt sollte natürlich kommt ja die Madame Spinne, woher auch immer. Aber sie kam. Ich wisst ihr Leute, ja, toll, na, stimmt ja. Die sind auch noch da. Die sind ja auch noch da. Komm, haben Spaß mit mir. Okay. Irgendwie will ich ja dahin. Aber es ist halt irgendwie so, aha. Weißt du, ich rolle voll weg, ne? Voll neben dran. Das ist der neue Trendsport. Oh. Naja, das geht nicht. Man muss etwas leicht anlaufen. Das ist ja auch. Er bleibt ja nicht stehen. Er rollt ja noch ein bisschen weiter, will rollen. Ich versuch's noch einmal. Haben sie jetzt auch blöd hingetan. Okay. Pech gehabt.
Mag ich nicht mehr. So, hier ging es, glaube ich, weiter, oder? Jetzt das. Alle sprengen sich in die Luft hier. Na komm. Den kannst du auch noch wegmachen. Heiliges Blechle. Das riesengroße Monster, die gleich. Aha. Na, endlich kommen wir mal da hin. Ich komm zu dir! Oh! Nehmen. Nimm es doch. So, Dille. Jetzt. Grüß Gott. So, den wollte ich doch schon gefühlten. Weiß ich auch immer. Den Hebel. Den wollen wir benutzen. Okay, hier geht's runter. Da wartet auch jemand auf uns. Halt! Lass ihn in Ruhe! Was? Das ist es, was ich gesucht habe. Er ist es. Was soll das heißen? Das ist unmöglich. Er ist es. Ich schwöre es. Ich habe das Rätsel gelöst und er ist der Schlüssel. Er ist gefangen in Raum und Zeit. Wenn wir ihn befreien, kann er mich mitnehmen. Er kann mich zu meiner Familie bringen. Was? Was ist das schon wieder für eine Geschichte? Meine Mutter. Meine Mutter ist nicht tot. Sie hat mir dieses Buch hinterlassen, damit ich sie finden kann. Es ist schwer zu erklären, aber dieses Wesen ist das Einzige, das mich zu ihr bringen kann. Er ist ein Herrscher. Und die Herrscher müssen vernichtet werden. Er hat nichts mit den Roga-Herrschern zu tun. Du verstehst nicht. Wenn du gegen einen Herrscher kämpfen willst, geh dort hoch. Lass diesen hier in Frieden. Ein Grund mehr, ihn zu töten. Nein! Du musst zulassen, dass er mich zu meiner Familie zurückbringt. Was hat dein Buch dazu zu sagen? Das Buch ist eine Karte, die mich hierher führen sollte. Es zeigt mir, wie ich meine Familie wiedersehen kann. Der Schatz ist kostbarer, als ich mir je hätte träumen lassen. Und dieses Wesen ist der Schlüssel. Ein sehr großer Schlüssel, würde ich sagen. Er ist ein Monster. Erwartest du, dass es mit dir spricht? Was? Diese Kreatur? Erwartest du, dass sie mit dir spricht? Hast du verstanden, was er gesagt hat? Er weiß, warum ich hier bin. Ich glaube, er sagt, dass mir nicht viel Zeit bleibt. Gut, ich mache es aber. Ich töte es, ne? Wenn's dir wirklich so wichtig ist. Ja. So, jetzt redest du mit dem oder wie? Was machst du? Weißt du was? Auf dich habe ich gewartet. Ich liebe dich. Und schwupps. Weg sind sie. Olle. Der hat die ganze Zeit da drauf gestampft. Warum? Immer. Ja, sie war der letzte. Sie war die letzte Frau hier. Das ist ein also ein Achievement. Sie war die letzte Frau hier. Oh, jetzt gibt's keine Frau mehr. Oh, das ist jetzt blöd. Jetzt kann ich mich nicht mehr vermehren. Jetzt fühle ich mich kaka. Okay, naja, toll, das war's. Jetzt können wir den echten Vernichter vernichten. Das ist ja lol. Wortwitzer. Okay, das war das, warum dass wir hier waren. Ein mega Umweg, sag's dir. Einer der bescheuerten Superlativen. Wir haben Schlüssel gefunden und können auch wieder nichts damit anfangen. Außer der eine Knilch da oben, der mir eigentlich den Weg versperrt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hinkäme. Glaube dadurch. Ich weiß nicht, was das ist. Ich will es nicht holen, weil ich fall runter und bin wieder tot. Und kann ich wieder. Ja, kann ich auch wieder verlassen. Ich weiß, wo ich da hinkomme wahrscheinlich. Aha. Gut. Ja. Was war das? Wer kackt mich hier an?
Da war doch auch eine Spinne. Wo ist sie denn eigentlich? Weg? Sie ist weggekrabbelt. Ich will eigentlich hier nochmal rüber. So. Rüber. Perfekt. Jetzt ist der natürlich da, oder? Okay, ich laufe mal an ihm vorbei. Das geht gar nicht. Ich guck mich kurz gerade um. Ich will an dir vorbei. Ich will nur an dir vorbei. Ich habe sein Herz gefunden. Oder? Nein. Was kackst du mich an? Was kackst du mich an? Was hast du zu sagen überhaupt? Zeig mir mal, wo stammst du? Wo ist dein Herz? Wo ist es? Doch, das ist. Komm, komm, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Klau sein Herz. Du hast es geklaut. Du bist der König der Tyrannenherzen. Ach, da ist er. Er ist ja eigentlich recht einfach jetzt. Komm, den machen wir doch so fertig. Komm. Komm, 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 komm. Bäh, wie ich den überhaupt liebe. Weil da hinten stand auch nochmal einer. Von dem sollte man auch nicht einfach so hinlaufen. Und sagen, hey, gib mir ein bisschen Güsschen. Oh, der wurde glatt überrannt. Scheiß Kameraführung manchmal. Ah. Was für ein Schneller. Hier komme ich, glaube ich, auf die andere Seite mal wieder. Ich glaube es. Bäh. Genau. Weil die... Bäuerchen, diese Seite war immer zu. Yay. Der Kreis schließt sich perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Oh, war das jetzt anstrengend. Was haben wir denn da noch Schönes? Komm, laufst du durch zu dem. Er hat den umarmt. Wie eine glückliche Familie. Was ist denn da? Wah, 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 wah. Wenn du da bleibst, mein Süßer. Das haltst du auch noch aus. Komm. Komm, leg dich nieder. Und sing meine Lieder. Und jetzt springt das ja nur in die Luft. Au. Lass uns hier was überlassen. Magiesplitter, was hast du mir jetzt überlassen? Na? Nichts. Nichts. Ist auch mal was Tolles. Einfach nichts bekommen. Ja, ist auch gratis. Dämonische Assassine. Jetzt hätte man dieses ganze depperte Set komplett mit dem Assassinen. Aber... Ja. Es bringt uns eigentlich nicht wirklich was. Schlüssel zum rechten Flügel. Bringt uns jetzt eigentlich nicht so viel, ne? Aber vielleicht später. Hier kannst du noch eine Rune einsetzen. Ah ja, jetzt habe ich ja wieder welche. Na, jetzt weiß ich... Ah! Oh! Jetzt weiß ich, wo ich da bin. Oh. Alter. Der... Wie die Wege mich trollen hier. Komm, nochmal ein Schuss. Gut, da waren wir ja auch schon, ne? Unten ist der erste Hüter. So könnte man auch gehen. Alles Klärchen. Okay, na, dann war es das. Oder wie komme ich denn da runter, wenn ich da gehen würde? Nee. Nee, wir gehen. Wie geht man denn am besten? Ne? Drüben ist dieser olle Magier. Da.
vor dem man eigentlich jetzt schon auch gar keine so große Angst mehr hat. Und dann... Jetzt, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte mich heilen. Ne? Und... Spring River! Visiert ihn. Anvisieren jetzt hier. Damit der sich legt. So. Was macht jetzt der hier noch? Ich frage mich oft manchmal. Weil manchmal... Jetzt... Toll. Ich leg mich genau da an. Okay, ich will dich, dass du angreifend wirst, damit ich einfach dich mal so richtig ordentlich einfach komm jetzt, halt, mach den einfach weg. Der geht mir so auf den Kicker. Hm. Jetzt kommt der böseste Bösewicht hier, der hier. Oh, jetzt kommt der nächste Boss. Ich freue mich schon. Jetzt mach halt das. Tom, komm. Nerven tun sie alle jetzt gerade. Gehörig. Von allen Seiten. Boing. Ja, den habe ich mitgerissen in den Schlummertod. Magiesplitter. Gut. Jetzt muss ich hier wieder runter. Ja, dass man halt speichern können. Boah, Mann. Ach, ja, nehmen wir mit. Versiegelte. Ach, der andere ist ja schon zu mir gelaufen und hat sich gedacht. Nee. Wie viele Erfahrungspunkte habe ich jetzt gesammelt? 20.000. Ernsthaft? Hey, würde man jetzt auch ein Achievement kriegen? Wenn man jetzt hat. Man kriegt echt tatsächlich ein Achievement, wenn man 20.000 hat und beim Bosskampf kämpft. Und nicht verliert, natürlich. So, sollen wir nochmal... Das sind 14. Ich möchte nochmal die Stärke irgendwie, aber... Vielleicht sollte man einfach die Ausdauer mal... auch erhöhen. Maximale Ausrüstungsgewicht. Hm. Das ist wenigstens auf 18. Komm, das gefällt mir eigentlich ganz gut so. 20.000 Erfahrungspunkte habe ich mir jetzt währenddessen der Spielzeit erspielt. Okay, jetzt geht's richtig los. Ich nehme zwar eigentlich 2 Stunden auf, aber ich habe ja pausiert und ich muss auch was rausschneiden oder ich habe was rausgeschnitten. Ah ja. Genau. Achtung! Es sind 2 explodierende auf dem Weg. Und hier ist der 2. Und ist auch Kraftfutter geworden. Perfekt. Versiegelte. Und dann noch was zum Lesen. Na? Na? Mächtiger Antanas. Es muss etwas geben, das so lange verhindert hat, einen Weg in die Hand des gefallenen Adir zu finden. All die Erzählungen derer, die in den Kammern waren, haben etwas gemeinsam. Sie wurden von etwas erschüttert. Ich will nur bloß keine Lebenserfahrungspunkte so offen stehen haben. Somit kriegt er meine Erfahrungspunkte nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den wirklich so schnell erledigen kann. Ich habe auch mal reingeguckt und man muss überleben. Haha, wie immer, bei jedem Boss. Sei gegrüßt, der Herr und zu und von und zu. Vernichter. Zeig mal, wie vernichterisch du bist. Hab mich umgeworfen. Oh, ein bisschen groß ist er. Ich werde dich töten. Ich bin der Vernichter. Und es gibt eine Begrüßung erstmal von ihm aus. So, jetzt schauen wir mal. Ah, und erstmal weg.
Boot, der wirft schon. Währenddessen er wirft, ist er auch angreifbar. Okay, und mal schnell mal zu ihm. Schauen wir mal. Ah, kann ich da wehtun? Okay. Das ist der Vernichter. Der ist ein kleiner Schüpfling. Hat irgendwann mal eine Grille gegessen. Ui. Und wieder her. Man könnte ein bisschen näher an ihn ran. Aber wenn das so bleibt wie jetzt. Natürlich nicht. Okay. Verstehe ich jetzt nicht. Okay, jetzt mal schnell wieder weg. Und er hüpft. Er hat... Der erste Begrüßungsgruß ist Damage von ihm. Ist Damage, das muss so sein. Aber wir haben jetzt einmal die erste Spalte mal gehörig weg. Jetzt macht er Spaß. Jetzt macht er Spaß. Jetzt will er kämpfen mit uns. Seine Waffe ist eine elektrische Waffe. Da war er beim Friseur und hat sich gedacht, ich bin hinter ihm. Ih, sein Popo stinkt. Jetzt wird er ein bisschen aggro. Vielleicht kriege ich hier mal wieder ein Bussi von ihr. Ah. Die muschische Musik. Hast du den Namen verschluckt? Und er hüpft. Das erkennt man, dass er das tut. Und er wirft wieder. Er wirft wieder so gut, wie er kann. Da wäre jetzt natürlich auch Rage nicht schlecht. Aber ich glaube, es geht auch so ganz gut. Du bist der Vernichtet. Yeah. Superlativen. Ja, ich bleibe einfach mal ganz nah bei ihm dran, weil... Was machst du? Weg. Oh. Ja gut, ich hätte ihn schon mit der Markierhandschuhe angreifen können. Ah. Mal gucken, wie das ihm schmeckt. Okay, jetzt müssen wir mal schlucken. Ah. Müssen wir mal. Dynamo. Rage Mode. Er wirft wieder. Und wieder ran. Jetzt haben wir mal schon mal die absolute Hälfte. Das gibt's doch gar nicht. Mein Dynamo, Mann. Hey, Alter. Er wirft wieder. Das Stöckchen. Wo ist? Such. Nö, ich such das Scheiß nicht. So. Okay. Oh, oh, jetzt macht er was ganz Schlimmes. Jetzt tut mir jetzt nicht so sehr weh, aber reicht vollkommen aus, um mich echt wirklich am Arsch zu lecken. Ich habe unheimlichen Schutz gegen Elektrizität. Wenn er das nochmal macht, die so. Nein, macht er nicht. Aber er ist schon ein bisschen aufgeladen. Ui! Das trifft mich 100%. Dann nehme ich immer wieder ein Dreckchen. Wirf doch einfach dein Stöckchen. Das wäre sehr liebenswert von dir. Nein, tue ich nicht. Doch, tue ich. So, da kriege ich jetzt keinen Elektroschock. Okay, jetzt komm, das machen wir noch. Sphinx. Ah. Er lädt sich wieder auf. Und, scheiße, man ist da immer elektrisiert. Ich weiß nicht, was man da tun könnte. Aber man nimmt sein Tränkchen und alles ist wieder in. Komm, kriegst einen Begrüßungsbussi von mir. Hat das irgendwas ausgetan? Ja, gut, er hat nur noch einen Lebensbalken und er wirft Jacken hervorragend in die Ecke geworfen.
Du hast mich völlig bald bezwungen. Aber du weißt nicht, was noch kommen wird. Oh. Ah, I, A. Ah, es kitzelt. Komm doch mal her. Okay, das da halt auch was älter. Und wirf der Kitten. Und lauf mal wieder her zu ihm. Das könnte vielleicht das Ende sein. Obwohl, ich möchte noch ein bisschen mit ihm spielen. Oi, Dynamo. Nein, kein Dynamo. Okay. Okay, jetzt macht er das wieder. Seine Mega-Futzel-Attacke. Futzel, 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 futzel. Komm. Du hast mich jetzt nicht wirklich geärgert. Und wirf Stückchen. Ah, das wird das letzte Mal gewesen sein. Perfekt. Von hinten geknödelt. Am Ende geknödelt. Jawohl. Den Vernichter auch besiegt. War doch easy. Ein bisschen überpowered. Ich geb's zu. Machtübertragung hervorragend. Bing, 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 bing. Naja. Jetzt wirklich. Das Schlimmste war der Infiltrator eigentlich. Wie viel kriegen wir denn von dem? 15.000.